Oh, das wäre auch eine garstige Mod. Ah, je länger Fließbänder sind, desto proportional langsamer werden sie durch irgendwelche Staueffekte. Nein, 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 böse, böse. So, du bist einfach nur blau. Das ist zu lahm. Go. Du hörst damit auf. Du legst das von da da rein. Und du bist ab sofort auch nicht mehr gelb, sondern oh. Ja, ja, mach ich gleich. Stopp. Zack. Der Rausleger ist jetzt auch schneller und das Fließband ist leider immer noch gelb hier die Strecke. Das ist unpraktisch. Ich mach dich jetzt ein paar Felder in die falsche Richtung. Nein, ich mach den paar Felder jetzt rot. Das bringt gar nichts. Ich bin hier gar nicht so weit weg von der Fließbandproduktion. Also kurz runterhuschen, dann wieder nach unten links. Also unten links der Basis, nicht nach unten links. So. Und da das Fließband für die Waver weiterbauen. Und unterwegs waren immer noch viele gelbe Untergrundbells. Das sollte ich also auch noch fixen. Okay, wieder hoch. Hi Jungs. Dankeschön. Oh, Forschung sieht gut aus. Also die Tränke zumindest. Nice. Yo. Forsch mal was. Crystal Seedling. Temperate Arboretum. Wir wollten die Anlage irgendwie oben mal zu 25% oder was aufbauen. Das können wir vorbereiten. Genau die Dinger hier unterwegs. Sind alle im Bottleneck. Alles blau. Okay, folgen wir dem Fließband. Aber sieht jetzt schon gut aus, wenn sich das bis hierhin staut. Arsch. Rechts. Okay. Wollte sagen, wenn sie das bis hierhin staut, dann müsste es ja unten eigentlich genug Ressourcen haben. Ne? Aber nee, erstmal war dein gelbes Ärmchen im Weg. Fehler Nummer 1. Dann sind auch hier Richtung Süden immer noch gelbe Untergrundbells. Jetzt kommt's an. Geht durch, geht durch. Und die sollten jetzt alle besser rödeln. Wir kriegen wieder mehr Transistor. Durch die mehr Transistor kriegen wir mehr Basic Electronic Boards. Nein, das sind schon die besseren Boards. Das sind Electronic Circuit Boards, nicht Basic Electronic Boards. Und dadurch kommen halt mehr von diesen Electronic Circuit Boards, dadurch kriegen wir mehr rote Chips, verbrauchen wir auch wieder mehr Alu und dann würde sich das mit dem Alu eventuell wieder melden. Aber jetzt immer weiter hin und her tingeln zwischen den beiden Sachen, also Waver, Alu und Plastik, ist glaube ich nicht ganz so sinnvoll. Es war trotzdem Gutes zu machen. Jetzt einmalig, um das beides ein bisschen zu boosten. Vor allem auch die Lieferwege für beides ein bisschen zu boosten. Was wir bei den meisten Sachen eigentlich auch machen sollten. damit solche Engpässe halt nicht so schnell vonstatten kommen. Aber ja. Gute Sache, einmalig das zu machen. Jetzt sollte ich mich auf was anderes konzentrieren. Hier steht zum Beispiel Polyethylen unter Naphtha Steam. Ich weiß, was Gerover meint. Das war die große Anlage, die geplant war, um Tonnen von Plastik herzustellen. Was wir auch brauchen. Ich wollte es gerade wieder lächerlich machen. Das war ein Fehler. Ja, wir brauchen es wirklich. Huh?
Haben nicht genug Nafta. Unerwartet. Oh. Wegen einem anderen Problem. Dass hier Mineral Oil verarbeiten. Base Mineral Oil. Hatten wir uns auch schon mit auseinandergesetzt. Das geht hier runter, dahin und stellt jetzt hier Synthesis Gas her. Das Synthesis Gas geht darüber und stellt hier. Ja. Du stellst auch Synthesis Gas her. Und das geht beides hier rüber. Was staut sich denn gerade? Wo ist das Problem? So, das Raw Gas kommt nicht genug. Das kommt von hier und Multiphase Oil kommt von da. Blaualgen. Okay. Also wie ich das sehe, abermals wahrscheinlich. Ich sollte das hier ein bisschen weiter ausführen. Also ich schreibe. Ah. Nett. Okay. Ich schreibe mal hin, was Geozumpf da machen soll, damit ich nicht dreimal hinguckt. Also. Blaualgen. Erweitern, damit rosa Gas mehr verbraucht wird. Was heißen soll? Wir hätten gerne Plastik am Ende. Das können wir aber nur herstellen, wenn das Abfallprodukt rosa Gas mehr verbraucht wird, und es wird mehr verbraucht, wenn mehr Blaualgen da sind, die das Öl herstellen. Das, ne, die Kette hier, Base Mineral Oil und dann Gedöns. Bis hier und dann davon hergestellt werden, dann würde da Synthesis Gas verbraucht werden. Ich hatte auch geguckt, was Synthesis Gas noch für Verwendungszweck hat, aber ich glaube, da war nichts Gutes bei. Wir können direkt Nafta draus machen. Das klingt doch sehr praktisch. Das hier ist momentan unsere Abnahme und das sind nur 50 Einheiten jeweils. Ha! Ich habe bei Interventionen gefunden. Den bauen wir jetzt hier hin mit. Haben wir Chemical Plants dabei? Advanced Chemical Plants. Nehme bitte zwei davon und guck mal, ob du das Rezept hier auch drin hast. Und zerleg das zu Wasserstoff und CO, also Kohlenmonoxid. Ich habe keine Ahnung. Aurora. Gut. Okay. Wasserstoff. Ja, ein bisschen viel. Wasserstoff können wir nach unten ableiten. Da sollten wir eine Verbrennungsanlage für haben. Und CO nutzen wir gleich für den nächsten Schritt. Nämlich um aus Synthesis Gas und CO zusammen mit Red Metal Catalyst, was problematisch ist, okay. Zu Nafta verarbeitet wird. Das heißt, wir bauen
noch zwei hier. Erstmal. So. Noch zwei davon. Hier und dahin. Und du stellst Nafta her. Das ist das Falsche. Das sieht hier aber nirgendwo noch wie Nafta aus. Da. Produkt ist Nafta. Nimm Synthesis Gas und CO. Das heißt CO. Bam. Kommt da rein. Haben wir hier irgendwo vor Ort auch noch CO-Abnehmer vielleicht? Dann sollten wir das nicht damit anschließen. Sonst haben wir gleich wieder einen CO-Überschuss und dann geht das Ganze da nach hinten los. Ideal wäre es auch in der Lebenslinie, aber ich glaube nicht, dass wir CO in der Lebenslinie haben. CO2 ja, aber CO nicht. Methan, Nafta. Oh, haben wir da Nafta drin? Wir haben Nafta-Probleme. Gleich, eins nach dem anderen. CO2. Ja, wie angenommen, CO ist nicht in der Lebenslinie. Dann halte ich nochmal kurz die Augen offen, ob hier irgendwo CO-Abnehmer sind. Das ist CO2. Das ist CO2. Ich glaube, unten links hatten wir CO-Abnehmer. Ah ne, hier Kohlenmonoxid. Achso, wird. Ja. Dödlichter. Ja, ich habe gerade erfolgreich meine eigene Fabrik wieder gefunden, die ich als Referenzwert habe dafür, was noch so CO brauchen könnte. Ich schaue nur mal ganz kurz rüber. Und dann überprüfe ich die Nafta-Geschichte. Du, hör auf zu blinken und mach Rotalgen. Go. Ah, hier sind auch wieder volle Nafta-Rohre. CO2. Stellst CO her. Nein! Was tust du da? Wir stellen. Wir machen das genau gegen. Oh nein. Okay. Mein erster Reflex ist, das hier einfach alles rauszurufen, aber ich muss das gut angehen. Also, was wir gerade tun, wir versuchen gerade auf der rechten Seite aus pinken Gas, also Synthesis Gas, CO herzustellen, damit unser Überschuss am pinken Gas weniger wird und die ganzen Maschinen besser arbeiten. Hier auf der linken Seite machen wir das genaue Gegenteil. Hier verwursteln wir CO zu Synthesis Gas. Das heißt, das hier kann abgerissen werden und wir pumpen einfach dieses Gas von Ost nach hier West. Das heißt, dass... Ich mach's einfach mal. Das sollte okay sein. Ich reiß alles ab hier raus, was pink ist. Wasserstoff brauchen wir nicht mehr. Wasserstoff brauchen wir nicht mehr. Gut. CO brauchen wir nicht mehr. Warte.
Das hier sollten wir alles drüben machen, oder? Ah ne, hier sind die. Ja, das ist genau das gleiche, was ich gerade oben versuche. Was zur Hölle? Nur habe ich hier die Red Catalyst schon. Okay. Also ich stehe jetzt drüben das pinke Gas her, pump das hier rüber und mach alles ab hier. Also ab dem Schritt. Propen. Man braucht doch auch gar nicht. Ja, ich lass dich erstmal hier stehen und bring jetzt das pinke Gas hier rüber. Ja, und dann werdet ihr noch den Überschuss an den Kohlenmann aussieht. Heidi Deida. Genau, Pickelgas kommt hier hin, macht hier CO2, macht hier Nafta. Das wäre soweit alles okay. Trotzdem muss das pinke Gas auch nach unten. Probieren wir mal die Höhe hier. Schön bisher, aber es geht. Da ist doof. Kann sich die Gyro-Wertung kümmern. Bring das bitte hier durch dahin. Jetzt müssen wir gucken, wie wir da hinkommen. Das ist mir die ganze Ecke noch nach unten. Muss aber jetzt vorsichtig sein, dass es sich nirgendwo mit irgendwas verbindet. Ja, hier ist Ende im Gelände. Überall blinkt schon gelb auf. Nein. Du verbindest dich mit gar nichts hier. Ja, schön, hier sind wir richtig. Ich hätte gerne da einen Anschluss. So, es läuft. Stellt jetzt hier mit dem pinken Gas vor Ort Nafta her. Was, ja, fragwürdig wichtig ist, aber. Wir haben einen Abnehmer für das Synthesis Gas und es wird vor Ort auf eine andere Art und Weise Plastik hergestellt. Nicht mit Polyethylen, sondern mit Propen. Wird jetzt nicht viel Plastik sein, aber ja, mir ging es primär um den Abnehmer hier. Jetzt habe ich leider keine Zeit mehr. Also Gerozumpf, du hast da ein paar verzwickte Sachen zu machen. Also. Neue Task. Geh rüber und check Nafta-Anbindung. Da stimmt irgendwas nicht. Wir haben hier die Rohre voll und rechts hier bei den Verbrennungsanlagen gar nichts mehr. At top. So, dann muss ich noch irgendwas machen. Oh genau, CO. CO. Nicht CO2 im Osten checken.
Ich habe nämlich mehrfach da rumgemodelt, von CO zu CO2 mit Wasserstoff und das Ganze, was wir hier jetzt rausgerupft haben, habe ich da drüben auch nochmal aufgebaut, um noch mehr pinkes Gas, glaube ich, zu verbrauchen. Da müssten wir eine Ableitung für finden, wo wir das mit dem CO anfangen. Eventuell hier rüberbringen oder ja, anderweitig verarbeiten. Theoretisch könnten wir das pinke Gas einfach voiden, wenn es wirklich über ist. Aber nein. Das Add on top, save. So, gut. Mal gucken, wie viele davon wie hinbekommt.